Hier haben wir auch noch was ganz Interessantes. Als der Hofmann vom König von den, ich sage mal in Anführungsstrichen, Fähigkeiten des Jungen erfahren hat, dann ist er zu ihm gegangen und sagte zu ihm, Junge, du machst so und so, du heilst die Kranken und du machst dies und jenes. Was hat er gesagt? Er sagte, das tue nicht ich, das tut Allah Ta'ala. Hier sehen wir auch, dass die Tüchtigen und die Frommen die Gunst und Gnade oder diese Vollkommenheiten nicht sich selbst zuschreiben, sondern den Urheber, Allah Ta'ala, zuschreiben.